Hallo! Hallo! Da sind wir wieder. So. Adelke hat heute Geburtstag. Ja, und vielen lieben Dank. Es haben einige unter den Videos Kommentare geschickt, also Geburtstagsgrüße. Dankeschön. Wie alt bist du geworden? Ja, 57. Muss man sich mal vorstellen. Alte Kuh, ey. 57 Jahre alt und man sieht dir nicht an. Noch nicht. Meinst du, das geht schnell? Keine Ahnung. Ja, ich finde, das sieht aber noch gut aus. Dankeschön, mein Schatz. Ja, ein bisschen. Mhm. Ja, muss man der Frau ja auch mal sagen, ne? Und ich meine, guck mal, früher die Frauen, ne, mit 60, da hätten wir gesagt, guck mal, da vorne ist die Oma, ne? Die sind mit dem Kittel rumgelaufen. Und die Welt dreht sich immer weiter und mittlerweile ist es so, dass man mit 60 fast aussieht wie früher mit 40. 40, 50. Ja, ist so. Ist auch so. Ich weiß, ja. Ich weiß aber nicht, wodurch das gekommen ist. Auf einmal. Ja, keine Ahnung. Also, meine Uroma, die ist zum Beispiel immer mit dem Kittel rumgelaufen. Ja, früher hatten die Frauen offenbar fast alle kurze Haare, Locken wie Knorr und was weiß ich. Das war halt auch eine ganz andere Zeit. Kennst du dann noch die Kittel? Ja, ja, hat meine Oma. Die waren immer bis hier, ne? Armfrei, ne? Ja. Ich kenne nur noch einen von meiner Oma, der war blau und da waren so rote Röschen drauf. Ich habe noch ein Foto von meiner Oma und von mir. Da bin ich noch, also es sieht Auto am Putzen im Kittel. Guck ich mal, ob ich das finde. Also ich weiß, wo das ist. Ich würde das direkt finden. Und da bin ich noch klein. Da ist die Fortaunus, hatte mein Opa am Putzen. Tja. Und da war die so alt wie ich. Tja. Denke ich mal. Wie ja, sich, ja. Das hat sich verändert, das Leben. Das hat sich verändert, das war eine richtige Oma halt. Ne? Ja, wie man sich so noch mal vorstellen. Ne? Ja. Es war ja auch schön. Ich meine, könnte auch schon Oma sein, wenn ich mit 20 ein Kind gekriegt hätte. Die wäre 37. Guck mal, da hätte ich ja ein Kind, schon ein Enkel von 20. Ja, ich meinte jetzt in dem Oma in dem Sinne von älter und Aussehen. Ja. Weißt du? Dass die also früher, ich sag mal, vor 30 Jahren anders ausgesehen haben mit 57 als wir jetzt. Das habe ich ein bisschen falsch gerechnet, das kann nicht sein, aber... Ja, das ist ja Elke. Typisch Elke. So, typisch. Was machen wir jetzt, Schatz? Ja, ich wollte noch mal was sagen, und zwar habe ich viele Benachrichtigungen gekriegt, dass welche ein Bild von mir haben möchten. Das ist gar kein Problem. Und was so ein Bild kosten würde. Ich kann euch das nicht sagen, was das kostet. Also ich brauche dafür wenigstens ein paar Angaben. Ich brauche ein paar Angaben, zum Beispiel, wie groß soll das Bild sein? Soll das so groß sein? Soll das 80 x 60 sein? Worauf möchtet ihr das Bild haben? Auf Kupfer, auf Alu, auf Leinwand? Weil das sind ja alles Kostenfaktoren. Kupfer ist zum Beispiel sehr teuer. Kupfer kostet alleine so eine Platte, die hinter mir steht von Daisy Duck, ein 100er. Ich muss die Kanten lassen, da kommt ein Holzrahmen rein und so weiter. Und kommt drauf an, wie zeitaufwendig das alles ist. Das muss poliert werden. Das dauert bestimmt, polieren dauert bestimmt einen halben Tag. Dann brauche ich Ölfarbe dafür, obwohl Farbe habe ich ja hier. Ne, bis auf ein paar besondere Farben, die ich dann kaufen muss. Die Pinsel muss ich erneuern dann bei Kupferbildern. Bei Leinwand ist halt was anderes. Aber die Größe... Da hat auch einer gefragt, ob so ein Bild von jemandem selber malen kann. Nein, ich kann keine Bilder malen, was mit Gesichtern zu tun hat. Weder Hunde, noch Katzen, noch Menschen, noch Pferde kann ich nicht. Also ich kann wirklich nur, ich sag mal so Zeichentrickfiguren. Ariel, die Meerjungfrau, Minnie Maus, Pluto... Goofy, das kann ich euch alles malen. Ja, aber, gut, so weit, ne? Aber alles, was mit Gesichtern zu tun hat, müsst ihr euch einen anderen suchen. Ich kann das nicht. Ich habe das nicht drauf. Also meine Bilder sehen immer aus grottenschlecht. Das nennt man ja Porträts, ne? Ja, ich habe mal versucht, ein Bild zu malen von Michael Jackson, was der gemalt hat, wo er sich selber gemalt hat als Thriller. Das war nachher so läppsch, das musste ich wieder übermalen. Weil nee, das war nicht. Das war eine Katastrophe. Also ich kann keine Gesichter, Leute. Ne? Wirklich nur, ich sag mal so in der Art von Disney-Figuren. Das kann ich machen. Ne? Mit, also moderne Kunst, oder wie nennt man das? Ja, vielleicht moderne Kunst oder auf jeden Fall bunt und schön. Das kann ich. Aber nichts mit Gesichtern. Weder Tiere, noch Menschen, noch irgendwas anderes. Und preismäßig, da brauche ich wirklich ein paar Angaben. Also nicht nur schreiben, was kostet ein Bild. Ich kann dir so ein Bild malen. Aber das ist ja uninteressant. Das muss ja auch zu euch passen. Ob der jetzt 1,20 Meter haben möchte oder nur 80 bei euch reinpasst, das weiß ich ja alles nicht.
Ne? Also ein paar Angaben müsst ihr mir machen, dann kann ich euch auch einen Preis nennen und dann kann ich dann abschätzen, wie lange das ungefähr dauert. Okay, gut. Ja, dann wünschen wir euch einen schönen Nachmittag noch. Ne, wir haben schon fast Abend. Wir haben schon Abend, 18 Uhr gleich. Ich hatte heute noch frei. Ja, wir gehen jetzt noch was essen, lassen den Geburtstag ausklingen und dann gehen wir morgen wieder arbeiten. Genau. Alles klar. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.